So, willkommen zurück. Jetzt, wo wir den Eventpie installiert haben, können wir mal anfangen, so ein bisschen zu quatschen. Die Sache ist, warum überhaupt Eventpie? Es gibt, weiß Gott, sehr viele Visual Novel Engines. Es gibt auch richtig hochkarätige, offizielle, die richtige Spielentwickler benutzen. Genannt sei da DAX oder DAXEX, wenn ich das jetzt gerade nicht verwechselt habe. Das muss ich mal selber kurz gucken, bevor ich irgendwelchen Müll erzähle. DAX. Nein, dann war das doch Quatsch. Egal, also es gibt auf jeden Fall viele Visual Novel Engines. Eventpie ist nur eine davon. Weswegen ich persönlich Eventpie benutze, ist, weil es super einfach ist. Weil es Open Source ist, worauf ich persönlich ja sowieso ein bisschen stehe. Und vor allen Dingen, es ist halt direkt leicht zu installieren, leicht zu nutzen. Und wie leicht es zu nutzen ist, möchte ich einfach mal ganz kurz zeigen. Man kann nämlich ein Spiel relativ simpel erstellen. Du brauchst einfach nur irgendeinen, du solltest einen neuen Ordner erstellen. Ne? Einfach irgendeinen Ordner, sagen wir mal, du machst jetzt einfach Spiele, ein Ordner, mein Spiel. So, und in dem Ordner brauchst du quasi nur zwei Dateien. Einmal brauchst du zwei Dateien ist jetzt übertrieben, also ein Ordner und eine Datei. Einmal brauchst du einen Ordner, der heißt Game. Und in diesem Ordner legst du eine Datei an mit einem beliebigen Namen. Meistens nennt man das Ding einfach Skript. Ist aber wieder scheißegal. Ich nenne es zum Beispiel einfach mal Spiel.rpy. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Das heißt, ein Game-Ordner, eine RPI-Datei. Und jetzt kannst du quasi schon anfangen, das Spiel zu erstellen. Das heißt, du sagst, ne, irgendwo muss das Spiel starten. Das hier wird später noch erklärt. Label Start. Und dann kannst du quasi direkt schon anfangen. Ich nutze mal einen richtigen Editor hier. Leafpad ist ein bisschen low-bob. So, du kannst mal weg. So, und dann kann man quasi direkt hier starten. Weiß nicht. Hallo. Ich mag Züge. Und das war's. Schon hat man sein erstes Spiel. Man kann mich jetzt direkt sagen, man geht in den Hauptordner und sagt Eventpie. Punkt. Dann wird der aktuelle Ordner quasi von Eventpie geöffnet als Spiel. Und siehe da, ist alles, was man braucht. Hallo, ich mag Züge. Schon hat man ein Spiel. Keine Grafik, kein nichts, kein gar nichts, logisch, auch kein Menü, logisch, aber man kann halt relativ simpel anfangen. Wenn ich jetzt nochmal klicke, kommt ein kleiner Fehler, beziehungsweise das Spiel startet einfach neu. Naja, ist jetzt nicht wirklich ein Fehler, aber es ist unschön, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man das nicht möchte, kann man hier am besten, jetzt gibt es einen Fehler, sehr schön. wenn man das nicht möchte, kann man natürlich am Ende auch noch Quit. Dann wird das Spiel an der Stelle dann beendet. Aber das sind jetzt alles weiterführende Sachen, auf die möchte ich gar nicht so sehr eingehen. Ich möchte einfach nur zeigen, wie einfach Eventpie ist. Ja, danke dafür. Das habe ich natürlich richtig schön direkt verkackt. Okay, das Spiel beendet ist doch ein bisschen schwieriger. Man muss ja am Anfang noch Python, Doppelpunkt und dann so. So ist es richtig. War ich gerade ein bisschen dumm? Bin ich gerne. So, jetzt hat man Hallo, ich mag Züge und es beginnt wieder von vorne. Habe ich nicht gespeichert? Doch, ich habe gespeichert. Bei meinem Test hat es funktioniert. Egal. Das ist aber nicht die Art, wie wir Spieler erstellen wollen, sondern wie wir es natürlich richtig machen. Und richtig geht über diesen Launcher. So, das heißt, du kannst mal weg hier. Der ganze Ordner hier kann weg. Ich habe, wie gesagt, auch schon mal ein Testspiel erstellt, einfach um selber so meine eigenen Fähigkeiten zu testen. Jetzt will man ganz kurz hier reingucken. Wait a minute. Ah, doch, ist richtig. Oder muss das klein geschrieben werden? Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So. Ich habe, wie gesagt, schon mal ein kleines Testspiel erstellt. Das Spiel werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durchgehen. Damit wir wissen, wohin so die Reise ungefähr gehen soll. So, hier bitte einmal raus. Hier einmal rein. Und, das Spiel. Dankeschön. So,
Man sieht, man kann auch ein Loading-Screen implementieren. Ist alles super, super simpel. Werde ich auf alles drauf eingehen, keine Angst. Habe ein Standardmenü. Das ist alles das, was WentPay an sich macht. Die Arbeit, die einen abnimmt quasi. Und dann wird gesagt, hi, wie heißt du? Wir heißen Ronny. Und dein Familienname? Bartmann. So, dann geht die Geschichte los. August 2020. Als vor 3 Jahren meine Mutter starb, wurde mein Vater sehr zornig. Irgendwie konnte er mit der Situation nicht so recht umgehen. Als seine Alkoholprobleme losgingen, entschied ich mich auszuziehen. Ja, ist eine sehr klitschige Story. Es war für mich einfach nur zum Testen, ne? Einfach so typisch Klischee. Seitdem lebe ich bei Verwandten in Tokio. Meine Schwester Emmy bleibt bei ihm, also beim Vater. Sie sagte, dass er uns brauchte und dass sie ihn nicht alleine lassen kann. Nun kam es jedoch, wie es kommen musste. Er starb. Weil dieser Bastard. Entschuldige. Weil er besoffen auf der Straße gehen musste. Was ein Idiot. Ich habe ihn gemocht, aber der Alkohol hat ihn verändert. Das ist nun schon eine Woche her. Nun, da meine Schwester alleine ist und ich nach Tokio nachkommen möchte, habe ich mich entschlossen, wieder zu ihr zu ziehen. So, hier geht jetzt die eigentliche Story los, ne? Schöne Hintergrundgrafik. Jetzt kommen auch wir wieder ins Spiel. Ronny, was eine lange Fahrt. Mann, bin ich aufgeregt. Wie sie wohl reagiert? Wie sie wohl aussieht? 10 Minuten später. Wow. Hier hat sich ja einiges verändert. In gerade mal 3 Jahren. Was ein Bauwahn. Okay, da habe ich echt zu viel Schiss, Alter. Ich geh bloß weg hier. Oh Mann, fuck. Ich muss hier weg. Sie wäre bestimmt eh nicht daheim gewesen. Was habe ich mir dabei nur gedacht? The End. Dieses Spiel endet hier. Lalalala. So, natürlich nicht. Wir gehen natürlich nach, ne? Zu ihr nach Hause. 30 Minuten später. Hallo. Emmy. Emmy? Hallo. Ja, Mann. Ist ja schon gut, ey. Hi. Ronny? Ja, man sieht hier schon, ne? Die Namen, die man am Anfang genutzt hat, können auch später im Spiel verwendet werden. Ist klar, ne? Yes, madam. Hi. Alter, mein Schnur ist gerade komplett weg. Hi. Wow, ich dachte, du kommst jetzt in 6 Stunden. Tja, ja, Dinge sind geschehen. Schön, dass du schon da bist. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Darf ich dich drücken? Klar. Emmy. Ja? Ich versuche sie sachte von mir wegzudrücken, ohne es so aussehen zu lassen. Bitte, ich brauche Luft. Klar. Okay, hör zu. Ich bin komplett erledigt. Ich gehe erstmal in mein Zimmer und pack meine Sachen aus, okay? Okay. So. Oh Mann, ist es schon spät. Ich habe noch einiges zu tun. Ha, fuck off, morgen wieder. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Ich pack mich voller Erschöpfung ins Bett. Bup, 2 Stunden später. Fuck. Ich kann nicht einschlafen. Und dabei ist morgen Schule. Das heißt, früh aufstehen. Ich fange vor lauter Langeweile an, meine Sachen durchzuschauen, ohne davon irgendwas gleich wegzuräumen. So wie man es immer macht. Das wird ein Haufen Arbeit. Zum Glück habe ich damals kaum was mitgenommen. 10 Minuten später. Knock, knock. Ja? Knock, knock. Ja? Knock. Was zur Hölle? Ich gehe genervt zur Tür, reiße sie auf. Was? Kann ich bei dir schlafen? What? Aber warum denn? Ich kann nicht allein schlafen. Okay, warte. Ich schaue nur schnell, ob hier noch irgendwelche Pornos rumliegen. Mal schauen, wie sie reagiert. Okay. What? Das war ein Witz. Also weißt du, die Sache ist die, bitte was? 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 Sei doch einmal im Leben ein Gentleman! Bitte was? Was zur Hölle sollte das? Wie kann man nur so gefühlskalt sein? Was? Wer bist du überhaupt? Ronny, ich bin's, Was? Achso, ja genau. Ronny, ich bin's, Emmy. Weil ich weiß natürlich nicht, dass gerade der Appen zu uns redet. Hey. Ach, weißt du was? Fick dich. Bumm. Game over.
Ja, wie gesagt, das war ein Testspiel. Und ich wollte dir ein paar Sachen einbauen, so ein paar Gimmicken, ne? Damit du so weißt, in welche Richtung das so alles gehen kann. Okay, du kannst bei mir schlafen. Danke. So, hoffentlich kann ich schlafen, wenn sie direkt neben mir liegt. 7 Stunden später. Wecker klingelt. Umsonst. 1 Stunde später. 2 Stunden später. Was eine Nacht. Moment. Oh, fuck. Schule. Ich versuche aufzustehen und merke eine Last auf meinem Körper. Oh, fuck. Emmy. Ich schiebe sie etwas von mir runter. Was zur Hölle? Kannst du nicht nächstes Mal vom Bett fallen, anstatt auf mich zu fallen? Oh, fuck, Schule. Ich rüttel an Emmy. Emmy. Ich rüttel weiter an Emmy. Fuck. Emmy. Sie öffnet ihre Augen. Oh, hi, Ronnie. Was ist los? Wir haben verschlafen. In diesem Moment realisiert sie, wo sie ist. Oh, Ronnie. Oh, mein Gott. Sie klettert schnell aus meinem Bett raus und lässt mich damit frei. Ich steige auch aus meinem Bett. Sorry. Kein Problem. Wir sollten uns lieber beeilen. Wir haben hart verschlafen. Entschuldigung. Ja, ja. Whatever, Bitch. Alles gut. Was? Ich habe gerne mit dir geschlafen. Wait, what? Schon gut. Ich fand es auch schön. Danke, aber mach dich lieber fertig, sonst verpassen wir noch mehr. Und das am ersten Schultag. Fuck. Okay. Amy hat das Zimmer verlassen. Ich fange an, meine Taschen auszukippen und alles reinzuschmeißen, von dem ich denke, dass es für die Schule, brauchen könnte. Das kam jetzt falsch. So. Fuck, fuck, fuck. Ich gehe schnell aus meinem Zimmer. Emmy, mach hinne! Oh Mann. Ungeduldig starre ich auf die Uhr. Fuck, schon 9 Uhr. Emmy! Endlich macht sie ihre Tür auf. Komm her schon. Lass den Scheiß, du kannst auch nachher noch kommen. Lass uns erstmal zur Schule gehen. Wenn man über deine eigenen Jokes lachen muss, Alter. Du, whatever, Bitch. Okay, wir rennen den ganzen Weg. Amy vorne weg und ich hinterher. Zwischendurch versuche ich sie noch so manche zu fragen. Amy, sind wir jetzt eigentlich in derselben Klasse? Ja. Dann machen wir ja schon mal einen guten Eindruck. Ach ja, beeil dich einfach. Du hast gut reden. Bei mir ist es der erste Eindruck. Du weißt, was das bedeutet. Ja, ich glaube, nee, doch, alles gut. Ich werde für immer von allen Lehrern gehasst. Endlich. Wow, die sieht gut aus. Ja, freu dich später, wir müssen in den obersten Stock. Oh, fuck. Als wir ankommen, klopft Emmy an die Tür, nur um im nächsten Moment, ohne zu warten, die Tür einfach zu öffnen. Emmy. Hallo. What the fuck? Hallo. Die Frau vorne an der Tafel schaut uns böse an. Hallo, schön, dass du auch schon da bist. Danach richtet die Frau ihren Blick direkt in meine Augen. Und wer bist du? Jetzt schauen mich alle, auch alle anderen auf, in der Klasse an. Das ist Ronny, mein Bruder. Das kann er mir auch selber, uns auch selber sagen. Ich strecke meine Brust raus, um so übertrieben selbstbewusst zu wirken, wie es nur geht. Madam, zweites Jahr Oberschule, Bartmann Ronny, meldet sich zum Dienst, zum Unterricht. Die Frau schaut mich komisch an und alle anderen fangen an zu kichern. So, wie gesagt, das habe ich so schon mal, ne, einfach mal so ein bisschen so selber so zu testen, was so alles geht so mit der Engine, wie einfach die ist. Ist super, super simpel. Das Ganze, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist quasi eigentlich einfach nur, jetzt muss ich mal selber ganz kurz gucken, wo ist denn die Datei? Das müsste die hier sein, ne? Genau, das hier alles. Na, man sieht eigentlich immer nur direkt Text, welche Person, aber wie gesagt, darauf werden wir später eingehen. Das nur soweit schon mal, in welche Richtung wir schon mal so gehen wollen. So, das soll es dann auch für diese Episode gewesen sein. Und in der nächsten Episode machen wir jetzt mal so ein paar Ideen, ne, in welche Richtung wir so unser Zeug entwickeln. Genau, das soll es jetzt für die Folge gewesen sein. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.